Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit Victoria 3, Spanien und unserer wundervollen Stadt Valencia hier an der Mittelmeerküste. Ich finde es sehr schön nach wie vor, wie es hier aussieht, und wir werden weiter ausbauen. Im Übrigen habe ich gemerkt, liebe Leute, da ich ja jetzt gerade nicht zu Hause aufnehme, sieht das alles viel kleiner aus, weil ich keinen 2K-Monitor habe. Das ist ganz schön voll, ne? Auf einem HD-Bildschirm. Das könnte man wahrscheinlich auch nochmal wieder... Ach, warte mal. Entschuldigung, dass ich das jetzt mit euch mache. Aber ich könnte... Ne, die Renderskalierung ist ja Schwachsinn. Die GUI wieder auf 100% stellen. So. Verzeihung. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Direkt nachdem ich das gestartet habe. So, wir müssen weiter ausbauen. Ich lasse schon mal weiterlaufen. Wir haben ja einiges schon im Bau. Die Lebensmittelfabrik ist wichtig. Wir sind ein bisschen besser geworden mit unseren... Baupunkten. Und tatsächlich bekommen wir hier auch gleich wieder, wir waren gerade kurz im Minus, aber das scheint sich hier jetzt wieder erstmal zu ändern, wahrscheinlich durch die Investitionsfonds. Und ich denke, wir werden zusätzlich in die Bauliste nach Lebensmitteltuch und Kohleminen auch nochmal unsere Bürokratie wieder ausbauen. Da möchte ich noch ein bisschen was reingeben, denn die werden wir brauchen. Wir wollen das insgesamt schon noch verbessern. Regierungsverwaltung, wir haben quasi überall was. Vielleicht geben wir wieder in Westandalusien noch einen dazu. Da, wo wir sowieso schon verbesserte Bürokratie haben durch unsere Ablagesysteme hier. Ich glaube, dass wir uns das noch nicht so richtig leisten können, obwohl... Es geht schon fast. Ich gucke nochmal auf unsere Papierfabriken. Da sollten wir doch auch schon... Wir haben die quasi nur in Valencia. Boah, hier ist aber auch schon wieder einiges los. Ich muss mal kurz pausieren. Wir haben die nur in Valencia und die arbeiten noch momentan ohne den Schwefel. Schwefel könnten wir uns aber besorgen. Wasserrohrkessel ist vielleicht das nächste, was wir erforschen sollten. Das braucht auch nicht mehr so ewig... Obwohl doch, na, wir sind noch bei den mechanisierten Werkstätten, bis wir dann die nächste Runde haben, dauert es noch eine Weile. Also, immer wenn man neu lädt, dann ist hier einiges los. Badensisch-bayerische Rivalität wurde erklärt. Importroute für Handfeuerwaffen. Zulu aus dem spanischen Markt und Bouton holten Spaß auch aus dem spanischen Markt. Bagirmi erklärt die Neutralität. Benin erklärt Neutralität. Toskana beginnt mit der Mobilisierung seiner Generäle. Ägypten erklärt die Neutralität. Also die afrikanischen Länder erklären jetzt hier Neutralitäten. Nochmal Handfeuerwaffen für Brunei aus unserem Markt. Und Wadai erklärt auch die Neutralität. Achso, die erklären die Neutralitäten hier in den Diplomatiespielen, die hier gestartet sind. Zum einen das um den Niger und zum anderen... Die beide Sizilien mit dem Ziel, den Kirchenstaat, Moment mal, was haben die vor? Unter italienische Führung zu stellen. Italien vereinen wollen sie. Achso, sie wollen Italien gründen hier. Genau, das ist das Ziel. Aber da haben ein paar Leute was dagegen. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich an der Pinnwand ein bisschen was rausnehmen kann. Wobei, wir brauchen schon die Befehlshaber da. Die Märkte haben wir da gar nicht. Vielleicht die blöden die Journaleinträge jetzt nicht die ganze Zeit da auf der rechten Seite. Die brauchen wir da vielleicht nicht. Wir wissen, was wir machen sollen, grundsätzlich. So, schauen wir auf unsere Märkte. Und auf den neuen. Ist der jetzt fertig geworden? Moment mal. Nee, die Lebensmittelfabrik dauert noch ein Weilchen. Wir sind im Übrigen, wir steigen hier mit der Alphabetisierung immer weiter nach oben, allerdings offensichtlich langsamer als alle anderen. Wir sind auf Platz 58 wieder runtergerutscht, wieder 3 Plätze nach unten, obwohl wir nochmal ein gutes Prozent oben drauf gelegt haben. Aber vielleicht sollten wir uns auch um noch mehr Innovationen im Sinne von Universitäten bemühen. Modena mobilisiert, die beiden Sizilien beginnen ihre Einberufung. Frankreich mobilisiert. Sind die hier mit dabei? Die Franzosen sind auf der Seite der Kirchenstaaten eingestiegen und wollen Modena unterwerfen.
Also hier geht es jetzt kriegerisch ganz schön los. Und man kommt gar nicht hinterher. Toskanisch-parmesanische Rivalität, siehst du dir an, französisch-kirchenstaatlich-toskanisch. Das ist aber alles aus dem gleichen Ding heraus. Modena beginnt mit der Mobilisierung. Preußen stellt sich auf die Seite von die beiden Sizilien. Das heißt, Preußen und Frankreich sind jetzt quasi mit im Gegeneinander im Spiel. Wurde beeinflusst. Preußen beginnt mit der Mobilisierung. Okay, da sind wir gespannt. Die Preise für Artillerie sind gestiegen. Interessanterweise nicht so sehr die Preise für die Handfeuerwaffen, womit ich jetzt bei den ganzen Importrouten gerechnet hätte. Aber es scheint zu gehen. Auch wenn wir jetzt 28,4 exportieren. Wir kaufen allerdings auch noch ordentlich ein aus Ägypten und aus den USA. Okay. Also unser Guthaben ist gut. Das heißt, wir können sogar noch eine Bauwirtschaft hier reinsetzen. Scheinbar durch unsere neuen Fabriken läuft das eigentlich ganz gut, dass wir das weiter ausbauen können. Insofern denke ich mal, warum nicht einen weiteren Bausektor in Katalonien ranschmeißen. Ich weiß, wir können dann auch irgendwann mal, wenn die Eisenfabriken, die eigentlich ja schon stehen müssten, Moment mal, unsere Eisenfabrik läuft doch schon, die haben wir doch gerade gebaut. Im ländlichen Bereich die Eisenmine, die zweite in Kastilien. Die ist eigentlich dabei. Der Preis ist okay. Wir können auch hier auf die atmosphärische Dampfmaschine gehen. Würde den Kohlepreis und den Werkzeugpreis ein bisschen nach oben bringen und den Eisenpreis nach unten. Machen wir das doch mal in Kastilien. Ich glaube, das ist doch sogar eine dieser Geschichten hier. Die atmosphärische Dampfmaschine. Mehr als 75% der verfügbaren Gebäude. Derzeit 50%. Sollen den ganzen Spaß aktiviert haben. Na gut, also, wir haben die Werkzeuge für das Eisen. Warte mal, eine Universität will ich auch eigentlich nochmal bauen. Können wir hier eigentlich noch was machen? Moment mal. Akademiker und Kleriker oder weniger Kleriker und mehr Akademiker? Bringt uns einen Hauch weniger Geld, aber dann haben wir keine klerikalen Lehrer, was wir ja eigentlich wollen, oder? Lieber Akademiker. Und das ist die verschulte Ausbildung. Institut für Philosophie können wir noch nicht machen. Bringen wir die Akademiker ran. Was steht hier? Staaten in Aufruhr. Spanisch Togo ist in Aufruhr. Moment mal. Ist es denn schon soweit hier? Wir können immer noch keinen Hafen bauen, ne? Vielleicht sollten wir hier mal was ausbauen, damit wir überhaupt... Ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich hier unten einen schönen Hafen ranbauen kann. Ich muss mal kurz auf diese Koloniekarte schauen. Nee, in 82 Tagen ist die Kolonie gegründet. Dann schauen wir noch mal, ob es dann möglich ist. Und wir werden diesen Bausektor nach oben schieben nochmal. Nach der Lebensmittelfabrik. Also, so viele Tage sind es nicht mehr. März, Mai, Ende Mai schauen wir nochmal rein. Ob dann die Geschichten in Togo anders aussehen. So, Kohle können wir auch schon wieder nach vorne bringen. Clipper werden auch durch Häfen, nee, durch Schiffswerften gebaut. Auch da können wir nochmal schauen. Da haben wir noch gar keinen Hafen. Moment mal. Ich glaube, unsere Schiffsgeschichte war in Galizien, wenn ich mich nicht völlig täusche. Nee, da haben wir auch nur einen Hafen. Osmanische Reich, Russland erklärt Neutralität. Ich würde uns auch mal neutral erklären oder wollen wir uns damit einmischen? Ich glaube nicht. Toskana wird zur Marionette, Modena unterwerfen, Frankreich und Österreich sind auf dieser Seite. Ich glaube, da halten wir uns erstmal raus. Ich würde auch die Neutralität hier erklären. Ich möchte hier nicht mit einsteigen. 168
gegen 223. Modena, Sardinien, Piemont, Toskana und Preußen gegen Parma, Frankreich, Österreich und eben den Kirchenstaat. Hier natürlich noch die beiden Sizilien. So, die Postersparnisse wurden freigeschaltet. Postersparnisse sind eine wertvolle Methode für Menschen, um Geld zu sparen, selbst wenn sie keinen Zugang zu einer Bank haben. Sie fördern sowohl die Verwahrung als auch den Fluss von Geld unter den ärmsten Bürgern. Plus 20% maximale Rücklagen. Ja, unsere Rücklagen sind momentan ziemlich gut, muss man sagen. Führt zu Investitionsfonds. Und die Eisenbahn freigeschaltet. Okay, die erste Eisenbahn mit Dampflokomotive wurde gebaut, um Passagiere zu transportieren. Erst später begann man sie auch für industrielle Zwecke zu nutzen. Die effiziente und schnelle Transportmethode machte Kanäle bald überflüssig, selbst wenn letztere erst wenige Jahre zuvor für exorbitante Kosten fertiggestellt worden waren. Wie schön. Eisenbahntransport für Kohleminen, Eisenminen, Bleiminen und so weiter und alle Plantagen, außerdem öffentliche Straßenbahnen für Stadtzentren und auch Holzfäller Lager etc. sind verfügbar und die Eisenbahn selbst natürlich für den Infrastrukturausbau und Stahleisenbahnwaggons als Technik für die Zukunft. Also wir kriegen momentan ziemlich viel einfach über die Nachbarschaft, über die Technikverbreitung, weil ich glaube, wir sind einfach noch ein bisschen schwach auf der Brust, was das da angeht. Wir erforschen die mechanisierten... hier, die mechanisierten Werkstätten für die Tuchfabriken auch nochmal, richtig. Ich denke, dass wir danach an den Wasserrohrkessel gehen sollten. Für Papier, Möbel, Werkzeugfabriken. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Geschichte. Beim Ackerbau brauchen wir uns, glaube ich, noch keine Sorgen machen. So, wie sieht's hier aus? Gleichbleibend. Ganz leicht ist es gefallen mit der Radikalität. Moment, ich muss hier unten nochmal reinschauen. Niederlande hat Preußen zum Rivalen erklärt. Preisbericht. Kohle gefallen. Holz leicht gestiegen. Werkzeuge leicht gestiegen, aber alles im Rahmen. Werkzeuge können wir nochmal dran denken. Ja. Osmanisches Reich und Russland sind beide neutral geblieben. So, den Aufruhr in Togo. Ich warte diese 52 Tage jetzt noch ab. Ich will wissen, ob ich dann was anderes bauen kann. In der Stadt. So, die Berufspolizei kriegt gleich ihre 31,5%. Chance. Hoffen wir mal, dass das was wird. Na los. 17. April. In 4 Tagen. Jetzt sind wir wieder im Minus hier. Na, ich denke, das ist wirklich der Investitionsfonds. So, da ist nichts passiert. Also es ist nicht beschlossen worden auf jeden Fall. Aber Unterstützung von ganz unten für ein Gesetz kommt. Der politische Wille und die Wünsche der unteren Schichten werden auf ewig undurchschaubar bleiben. Aus irgendeinem Grund hat sich die Unterstützung für ein konkretes Gesetz, die Berufspolizei, in Spanien verbreitet wie ein Lauffeuer, angefacht durch charismatische Redner und lebhafte Debatten in kleinen Clubs. Die unterstützen jetzt was bitte? Nun, wer sind wir, uns darüber zu beschweren? Ihre Unterstützung mag nie eine Vorbedingung für einen Erfolg gewesen sein, doch es kann gewiss nicht schaden, sie zu haben. Öffentliche Begeisterung beschleunigt die Reformen. Plus 20%. Und die Kleinbürger bekommen wieder eine Unterstützung. Nutzen wir diese gemeinsame Grundlage, um die Massen zu beruhigen. Plus 20% der Unterschicht-Pops von Galizien werden loyalistischer. 20% der Unterschichten-Pops von Galizien. Moment. Da schauen wir jetzt einmal rein. So viel Zeit muss sein. Moment, Galizien ist da oben. Okay. Wenn wir da mal auf die Bevölkerung gucken, dann haben wir in der Unterschicht... Oh, die sind aber wirklich... 9,7 ist wirklich schlecht. Im Vergleich. So, sehe ich jetzt hier die Unterschicht und die Oberschicht in irgendeiner Form aufgeteilt? Also die Lebensstandards für die Armen sind auf jeden Fall schlecht. 9,7, das ist nicht cool.
aber ich weiß nicht, wie viele davon doch da. 760.000, 71.000 hier und 17.000 in der Oberschicht. Also 760.000, davon werden 20% weniger radikal und loyalistisch. Das ist natürlich eine ganze Menge. Das sind immerhin 140.000, 150.000 ungefähr. Hier hauen auch die ganze Zeit Leute ab, ne? Aber ich möchte ja immer die Gesetze durchbringen. Ich finde, die müssten eigentlich, eigentlich müssten wir es irgendwie schaffen, die insofern zu beruhigen, dass wir sie anderweitig beschäftigen kommen. Ich will das Gesetz durchkriegen, dann sind wir da bei 51% und wir schauen mal, was wir in Galizien noch bauen können, damit die Leute ein bisschen besser in Arbeit kommen. Also hier ist auch noch eine Eisenmine möglich. Wir haben noch haufenweise Ackerland. Den Hafen nochmal vergrößern. Der Hafen produziert ja auch nochmal Infrastruktur und Konvois, wobei wir die Konvois nicht unbedingt brauchen, glaube ich. Also ich glaube, wir haben noch genug davon. Kann ich denn hier... Moment mal, was können wir denn noch bauen? Wir können auch eine Schiffswerft bauen. Das ist natürlich jetzt keine besonders einnahmenstarke Geschichte. Ich schaue gerade mal auf die prognostizierten Gewinne. Da scheinen die Möbelfabriken am besten abzuschneiden. Hier, nee, die Lebensmittelfabrik natürlich. Die Motorenwerke können wir noch gar nicht uns erlauben. Eine weitere Regierungsverwaltung oder hier eine Universität. Macht das Sinn? Eine Universität macht überall Sinn, oder? Hier wohnen jetzt nicht ganz so viele Leute wie in den anderen Teilen. Ich will jetzt noch einmal gucken, ob die Bevölkerung überall... Nee, 10,2. 9,5. Das ist schon echt mies. Vielleicht sollten wir da nochmal drauf schauen. Also hier 9,7. In Asturien sogar nur 9,5. Da müssten wir doch ein bisschen was für tun können. Und ein bisschen was ausbauen können. Hier gibt es auch noch gar keine Stadtzentren. Also, was brauchen wir denn auf jeden Fall? Ich meine, man soll das ja immer irgendwie so ein bisschen fokussieren, aber ich habe gerade das Gefühl, wir brauchen eigentlich überall was. Aber jetzt schauen wir nochmal auf, zum Beispiel Werkzeug oder Tuch und so weiter. Wir brauchen ja eh von allem etwas. Wenn ich jetzt hier nochmal auf Lebensmittel zum Beispiel, brauchen wir auch immer wieder. Da haben wir 3 Gegenden. Tuchfabrik haben wir auch 3. Möbelfabriken haben wir in Kastilien und Toledo. Glashütten nur einmal, Werkzeugfabriken momentan auch nur einmal. In Navarra. Dann lasst uns doch in Asturien nochmal eine Werkzeugfabrik bauen. 0,79 sagt er mir da. 0,79 sagt er auch hier. Also warum nicht? Ein bisschen was Städtisches, ein bisschen die Leute in Arbeit bringen, kann ja nicht schaden. Also Werkzeugfabrik in Asturien. Und hier... haben wir die einzigen Glashütten, die wir derzeit haben. Wo liegt der Preis? Da brauchen wir auch auf jeden Fall sowieso mehr von. Aber wir brauchen auch noch mehr Lebensmittel und Möbel und bla. Ich glaube, an Lebensmittelfabriken, wenn wir die jetzt hinten dran setzen, ich setze da auch noch mal eine Lebensmittelfabrik hin. Also. Bausektor, dann Tuchfabriken, Kohleminen, Regierungsverwaltung, Werkzeugfabriken, Lebensmittelfabriken. Wir haben schon wieder so viel im Programm, dass ich glaube, da haben wir eine Weile lang was mit zu tun. So, wir verbessern noch weiter. Wir haben ein leichtes Minus, aber das, diese Ausschläge jetzt hier, was soll denn das hier sein? Schaut mal da. Was ist denn das? Das ist irgendwie sehr merkwürdig, aber er nimmt dann irgendwann einen Zwischendurchschnitt, habe ich das Gefühl. Oder es geht wirklich hier um die Investitionsfonds die ganze Zeit. Was sagst du mir über den Markt? Holz deutlich teurer geworden. Hallo? Oh Mann, Alter. Lass doch mal das Bild da. Ich muss pausieren. Färbemittel auch deutlich teurer und Porzellan nochmal. Niederlande und Frankreich haben sich zum Rivalen erklärt. So.
Es ist der 12. Mai. Wie sieht's hier aus? Noch 11 Tage. Bis das unsere Kolonie sein soll, dann können wir auch die nächste bearbeiten, theoretisch. Und wir müssen mal schauen, ob wir dann irgendwie dort einen Hafen bauen können. Bolivien und Argentinien haben sich zum Rivalen erklärt. Das ist wieder gefallen hier, ne? 290. 916.000. Ich weiß nicht, warum die Leute so sauer sind hier. Was ist jetzt los? Jetzt dauert es 694 Tage wieder. Aber das ist jetzt unseres. Okay, Spanisch-Togo ist dabei und wir können den Hafen bauen. Das heißt, wir werden dort den Hafen errichten, damit das an unser Land rankommt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das mit dieser Kolonie gründen. Ja, da wir nur dort selber arbeiten, sollten wir auch da noch schneller sein als die Dänen, die wahrscheinlich in unterschiedlichen Orten schon eine Kolonie errichten. Deswegen sind sie ein bisschen langsamer. Denn wenn ich jetzt hier gleichzeitig in Ico das mache, dann dauert das bei uns auch 1300 Tage in beiden Orten. Aber das machen wir nicht. Wir machen einfach hier schön weiter. So, dann bauen wir nämlich hier unseren Hafen jetzt aus. Jetzt müsste man mal schauen, ob wir die Schwefelminen, denn dafür holen wir uns das ja jetzt, ob wir hier damit schon anfangen danach. Dass wir probieren, Schwefel aus Togo über den Hafen jetzt nach Spanien zu bringen. Das wäre mal das Ziel. Schauen wir mal, ob das so klappt. Gut, dann schieße ich mal ein bisschen weiter nach vorne. Beziehungsweise, nee, ich bin da einfach nicht gut drin, den Kram so laufen zu lassen, ne? Wir können aber nochmal schauen, ob wir jetzt, na gut, Papierfabrik, genau, dafür brauchen wir den Schwefel. Das machen wir beim nächsten Mal. Aber bei der Möbelfabrikation haben wir da schon alles. Wir haben jetzt hier auch Präzisionswerkzeuge. Aber das bringt nur noch Luxusmöbel, das ist nicht gut. Wir brauchen so viel Möbel, ey. Können wir eigentlich hier, nee, das ist alles im Privatbesitz, das ist auch in Ordnung. Den Wasserrohrkessel, das wird uns helfen. Das wird uns dann helfen und das Ganze verbessern. Aber vielleicht gehen wir doch nochmal auf so Gesamtübersichten nochmal rein. Hier ist jetzt fast überall das Gleiche, nur hier machen wir Spirituosen. Ansonsten überall Lebensmittel. Wir bauen noch eine. Wir werden dann auch, wir bauen sogar zwei gerade, ne? Die eine wird jetzt gerade fertiggestellt oder ist gerade fertiggestellt. Wir hatten doch gerade eine Lebensmittelfabrik im Bau gehabt noch. Moment, war das in Ostandalusien? Auf jeden Fall machen die ordentlich Kohle. Die Produktivität ist allerdings in den Keller gegangen, weil der Preis jetzt gefallen ist. Aber Preisfall ist gut. Wir sind immer noch zu teuer. Insofern lassen wir es noch dabei. Konservenfabrik ist überall an und Süßungsmittel sind auch an. Okay. Als nächstes kommen wieder Tuchfabriken. Wir sind auf 2021, wir haben die nächste Baugeschichte und sind immer noch ganz gut mit den Einnahmen. Das ist alles locker. Die Tuchfabriken, mittlerweile 12 davon. Da haben wir hier diese große Geschichte in Katalonien, da könnten wir die Färbereien auch mit ranbringen. Allerdings schießt dann das Färbemittel wirklich nach oben, was den Preis angeht. Würde uns aber nochmal 90 Kleidung mehr bringen in diesem Bereich. In unserer größten Tuchfabrik in Katalonien. Das heißt, wir müssen die Färbemittel auch nochmal ausbauen, ne? Die hatten wir, wenn ich mich nicht täusche, hier unten. Und die sind noch gar nicht voll in Beschäftigung. Kann gar nicht voll besetzt werden, weil hier nicht genug Leute sind. Das heißt, es bringt uns natürlich auch nichts, da weiter groß auszubauen. Es sei denn, wir finden irgendwie einen. Weil der Lebensstandard ist hier bei 13,2. Hier müssten doch Leute einwandern, oder? In diese Gegend. Also ich weiß nicht, ob das eine schöne Gegend ist. Aber Südkamerun klingt jetzt erstmal ziemlich cool. Moment mal, Bevölkerung 48.400. Und Wachstum 0,4%. Jährlich 197 obendrauf. Naja, ist besser als nichts. Entdeckbare Ressourcen gibt es noch.
Besteuerungskapazität wird noch nicht genutzt. Infrastruktur 2 von 4 sind schon genutzt. Also da müssen wir dann ein bisschen ausbauen, wenn wir da weitermachen wollen. Aber warten wir drauf, bis dieses erste Ding überhaupt erstmal voll besetzt ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Das heißt, wir können mit den Färbemitteln, glaube ich, jetzt gar nichts mehr anstellen. Oder konnten wir die woanders auch noch bauen? Ich glaube nicht. Na, wo sind jetzt die Färbemittel wieder? Da. Nee, das geht nur... Na gut, wir können es jetzt auch in Spanisch Togo anbauen. Immerhin. In unseren Marionettenstaaten haben wir da auch gar keinen Einfluss drauf. Wir bauen erstmal schön weiter bei uns zu Hause, sorgen für unsere Leute. Ich hoffe, dass es denen insgesamt besser geht. Wir sind noch weiter gefallen auf 39,7. So, was mache ich denn jetzt für die Alphabetisierungsrate? Also wir können auf jeden Fall noch eine Universität bauen. Wir haben jetzt schulisch ja ein bisschen was verbessert, meiner Meinung nach, mit unserer Politik, mit den Institutionen. Wir haben es auf Stufe 2 gebracht. Trotzdem reicht das nicht aus, um unsere Leute irgendwie nach vorne zu bringen. Platz 59, Mann. Wir sind immerhin fast 40% alphabetisiert. Das ist doch gar nicht so schlecht. Aber es will wohl noch nicht. Na gut. Na gut, na gut. Ostandalusien hat auch 231.000 Bauern. Da können wir nochmal ran. Navarra. Arbeitslos sind die wenigsten. Aber ausbauen kann man eigentlich fast alles, ne? Kohle wollten wir auch nochmal ausbauen. Wo sind unsere Kohlestätten? Da haben wir hier welche. In Navarra gab es irgendein Problem, deswegen habe ich die nicht. Aber es wäre für die Kohle eigentlich genau richtig. In Aragon, bauen wir das gerade aus in Aragon? Ja, ne? Nee. In Valencia bauen wir es. Ja. Warum habe ich das in Navarra nicht gebaut? Hatte mit der Infrastruktur zu tun? Nee. Ich glaube, die Kohlemine in Navarra bauen wir auch. Das ist ja viel sinnvoller als in Aragon. Da ist viel mehr zu holen. Außerdem gibt es da auch noch mehr Bauern, die da rumliegen und nichts zu tun haben. So. Gold einlagern. Ach so, ja, wir haben viel zu viel Gold. Na gut, okay. Komm, dann bauen wir die Bauindustrie aus. Das scheint ja jetzt erstmal durchaus sinnvoll zu sein. Und den Bausektor, warum sollten wir den nicht auch ein bisschen weiter aufteilen noch? Aber ich bringe jetzt mal erstmal in diesen drei Gegenden jeweils nochmal einen oben drauf. So, und wie weit sind wir mit dem Eisen? Eindeutig nicht weit genug. Also Eisen müssen wir auch noch, eigentlich sogar noch mehr als Kohle machen wahrscheinlich, ne? Ach, wir haben so viel zu tun. Warte mal, Eisen haben wir in... Das ist in Navarra vor allen Dingen. Mit den 60. Müssen wir aber auch in Navarra weitermachen. Können wir eigentlich auch schon gleich zwei oder drei bauen, ne? Na gut, liebe Leute. Also, ich bin, glaube ich, ein bisschen vom Kommentar hier ein bisschen ruhiger, weil ich einfach in einer anderen Wohnung sitze. Das ist irgendwie ungewohnt. Aber auf jeden Fall hört ihr mich noch und ich mache meine Folgen weiter bis Donnerstag. Also bis für Donnerstag. Dann bin ich wieder zu Hause und dann spreche ich wieder lauter. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wir kriegen Spanien schon hier irgendwie nach oben. Relativ friedlich möchte ich das Ganze angehen. Ich glaube, ich werde mich jetzt nicht in den großen Kämpfen hier beteiligen, solange die uns alle in Ruhe lassen. Wir haben auch gerade gar nicht, oder ich habe gerade nicht die Intention, unser Militär hier groß auszubauen. Also, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Nee, stimmt gar nicht. Übermorgen. Dienstag ist immer Pause. Auch im normalen Rhythmus ist am Dienstag immer Pause. Also, wir sehen uns am Mittwoch. Bis dahin, macht's gut.